Ja, ein herzliches Hallo und willkommen zurück jetzt zum 38. Mal hier beim Toguta Schatten Let's Play. Wir haben uns letztes Mal schon hier so ein bisschen durch diese Mine gekämpft. Unser Ziel ist es hier... Ja, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist es, den Sith Lord irgendwas zu finden, dessen Name mir gerade wieder entfallen ist. Der hat nämlich angeblich diesen dicken Hutten, mit dem wir zusammengearbeitet haben, entführt quasi, und er hat uns erzählt, dass dieser Commander, Lieutenant, was auch immer, Major, was glaube ich, ne? Major Trieg, mit dem wir auch zusammengearbeitet haben, wohl die Seiten gewechselt haben soll. Ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Wir können uns nur sicher sein, dass hier... Und schon wieder Eisscharrer trocken. Was ist denn da los? Sorry. Wir können uns nur sicher sein, dass auf jeden Fall eine Falle auf uns warten wird. Denn er hat uns ja sehr nett hier eingeladen, ja, vorbeizuschauen und uns selbst ein Bild von dem, ja, vom Überläufer zu machen und von dem gefangenen Hutten. Und das verheißt dann natürlich nichts Gutes. Ja, ich weiß nicht, warum man immer hier diesen Bauplan Eisscharrer Trockenfleisch bekommt. Das ist ja sehr, sehr merkwürdig. Ich meine, jetzt in den letzten 3-4 Ausgaben haben wir das, glaube ich, schon 6-7 Mal gekriegt. Sehr merkwürdig. Gut, ansonsten sind wir noch dabei, die Bonusquest fertig zu machen. Das kriegen wir auch sicherlich hin. Jetzt heilen wir den auch noch. Dann noch einen starken Gegner. Da vorne steht einer. Dann haben wir auch den zweiten Teil der Bonusreihe fertig. Und die Bonusreihe hier verspricht ja wirklich ziemlich viel EP zu bringen. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Von daher nehmen wir die auf jeden Fall auch mit. Und der sollte jetzt... Oh, der wird auf jeden Fall den Teil 2 fertig machen. Und dann mal gucken, was dann zu machen ist. Okay. Bonus-Missionsziel wird aktualisiert. Zerstöre die Belagerungsausrüstung. Ja, die scheint aber hier draußen zu sein, ne? So wie es aussieht. Da müssen wir nochmal zurückgehen. Denn die EP will ich mir jetzt tatsächlich nicht entgehen lassen. Ach so, das sind diese Teile hier. Naja gut, 4 Stück davon sind ja schnell gefunden. Einmal draufhauen und fertig ist. Die hier gehen auch sehr schnell down. Eigentlich geskillt, dass ich mehr Schaden mache mit meinen AE-Fähigkeiten? Ja, habe ich. Okay, sehr gut. Bietet sich ja hier auf jeden Fall an. So, auch viel werde das einsetzen. Okay, Teil 3 auch fertig. So, jetzt gibt es noch einen. Schafft den Speicherkern der Belagerungsdruiden. Okay, gut, und das ist hier drin. Wunderbar. Okay, ich nehme mal an, hier kommt jetzt ein Belagerungsdruiden. Druide. Oder mehrere, ich weiß nicht. Oh ja, da ist er. Jeder hat irgendeine Schwäche. Gut, kein Problem. Da ist der Speicherkern. Letzter Teil abgeschlossen. Nochmal gute Erfahrung bekommen. Perfekt. Was will man mehr? Achso, die müssen wir noch übermitteln. Wo müssen wir das dann tun? Okay. Vorne in der ersten Basis. Da kommen wir auf jeden Fall auf dem Weg zum Schiff nochmal dran vorbei. Also gar kein Problem. Den nehmen wir hier mal aus dem Kampf raus. Dann können wir uns in Ruhe der Tür widmen. Ihr bekommt eine kleine Pause, Hutte. Wir haben Besucher. Major, bitte begrüßt unsere Gäste. Wie konntet ihr euch gegen die Republik wenden? Was hat das Imperium euch versprochen? Die Republik ist krank. Unentschlossene Schwachköpfe wie Corvin sind General, während Leute der Tat übergangen werden. Trotz all meiner Talente und Dienstjahre wäre ich in der Republik als Major gestorben. Das Imperium gibt mir eine ganze Flotte.
Okay. Ob das stimmt, das mag ich mal bezweifeln, deshalb nehme ich mal eins. Das Imperium steht nicht gerade für das Prinzip der Gleichheit. Sie werden einem Sabrak niemals echte Macht geben. Das stimmt. Es war wirklich äußerst töricht von euch, alles zu glauben, was ich euch versprach. Was? Ich habe euch pures Quetschgift injiziert. Tötet den Jedi, dann gebe ich euch das Gegenmittel. Oh, interessant. Bringen wir es zu Ende. Bis hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. Ja, also ein sehr sympathischer Kerl, der Lord Magras. Oh, und einer, der auch sehr viel Schaden mit seinem Machtblitz macht. Meine Güte. Ah, das ist natürlich auch noch der von draußen dazu gekommen, den wir eben rausgenommen haben. Aber Gott sei Dank kriegen wir das auch so problemlos hin. Ja, sehr schön. Nein. Das ist für alle Leute, die ihr verraten habt. Es gefällt ihm, ja. Und die drei Familien stehen dafür in unserer Schuld. Das ist natürlich perfekt. Okay, aber jetzt wollen wir nochmal fragen, was er Magras erzählt hat. Weiß das Imperium jetzt, wie man das Crashgift verarbeitet? Okay, also er hat jetzt geredet, als er gefoltert wurde, aber gut, Magras kann es natürlich keinem mehr erzählen, das ist soweit klar. Okay, gut. Also melden wir uns jetzt bei General Coven wieder. Diesmal in der Basis ganz oben. Porten wir uns hoch. Ja, ich konnte ihn jetzt nicht retten. Also ich weiß nicht, wenn der uns hier verrät, die Republik, dann da noch entsprechend in unserer Basis die ganzen Leute umbringt. Da ist dann auch mal irgendwann Schluss mit der Gutmütigkeit, ne? So, okay, hier vorne können wir die Bonusmission abgeben. Die bringt auch nochmal gut EP, glaube ich. Mal gucken, wie viel bringt die denn? 40.000. Das ist doch sehr gut. Na super. Das heißt, wir kommen jetzt noch Stufe 40. Ich habe bereits mit Broger gesprochen. Ihr habt unsere Ressourcen gesichert und die Drahtzieher des Imperiums eliminiert. So bedauernswert Major Triggs Tod auch sein mag, er bedeutet Gerechtigkeit für all die guten Leute, die er verraten hat. Die republikanische Armee ist euch sehr zu Dank verpflichtet. Okay, das hat was schon Spaß gemacht. Da habe ich schon Schlimmeres mitgemacht. Ich bin dankbarer, als ich es ausdrücken könnte. Es würde eine Weile dauern, bis wir die restlichen imperialen Truppen finden und besiegen. Solange wir hier sind, wird man euch verehren und willkommen heißen. Ja, sehr schön, cool. Also haben wir Crash damit fertig. Jetzt gibt es hier noch eine schöne neue Robe. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Denn die löst jetzt endlich auch unsere epische Robe ab. Ich weiß nicht, ich finde glaube ich schon fast das Outfit besser hier, ne? Ich glaube, das lasse ich erstmal an. Also das finde ich glaube ich schöner als das Dunkle. Das passt auch alles so schön zusammen, ne? Weil das ja quasi hier das komplette Set von dem Planeten ist. Sehr schöne Sache. Okay, so, jetzt können wir halt zu unserem Schiff zurück. Und mal gucken, was dann passiert, ne? Wo wir jetzt mit der Splitter-Allianz hin müssen als nächstes. Ich meine, hier war ja die Klassenquest wirklich viel, viel kürzer als die also die Planeten-Story, so rum.
Und sehr schön, dass wir jetzt direkt auf unser Schiff reisen können. Früher ging das ja nicht. Muss man immer über die Orbitalstation reisen. Aber mittlerweile alles kein Problem mehr. Und daher widmen wir uns doch direkt mal dem Intercom. Wir würden uns gerne in aller Form bei euch entschuldigen, dass wir die Attestation vor euch geheim gehalten haben. Ja. Misstrauen ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Ich bedauere, das nicht schon früher erkannt zu haben. Bitte seid nicht wütend auf uns. Wir sind sehr dankbar, dass ihr die Station gerettet habt. Und denkt nur an die militärischen Mittel, die wir durch dieses Waffenprogramm erhalten können. Obwohl wir natürlich nicht zu viel in den Krieg investieren sollten, wenn wir Frieden wollen. Wenn ihr dann jetzt fertig seid, hätte ich noch etwas mit dem Jedi zu besprechen. Allein. Danke, dass ihr meine Nadja beschützt habt. Sie hat mir erzählt, dass ihr ihren Ausbruch gesehen habt. Ich schätze, ihr wartet eine Erklärung. Na, eigentlich haben wir das schon festgestellt, dass das eine Machtsensitivität zu sein scheint, aber... mir gefallen alle Antworten, ich nehme einfach eins. Ihre Fähigkeiten scheinen einzigartig. Was ist sie? Ich hatte schon fast gehofft, ihr könntet es mir sagen. Die Republik nennt es... Machtfähigkeiten. Doch für mich sind es Nadjas Talente. Ihre Kräfte sind stärker als bei vielen Jedi, aber eben unberechenbar. Ich hatte gehofft, dass sie von euch lernt, von eurer Erfahrung. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber erstmal möchte ich gerne fragen, ob er sowas auch hat. Es ist nicht selten, dass starke Machtempfänglichkeit in Familien weitergegeben wird. Ich? Nein. Ich habe diese Kräfte nicht. Und auch niemand, den wir zu Hause kennen. Nadja ist etwas Besonderes. Meine Tochter sieht zu euch auf. Bitte, seid weiterhin ein Vorbild für sie. Also, die Forscher der Attestation meinten, ein Lord Kyros hätte euch kontaktiert. Hat er nicht den Angriff auf die Fortitude angeordnet, als sie uns dort trafen? Lord Kyros beobachtet uns schon, seit wir die Fortitude verlassen haben. Dieses Überwachungsgerät, das Nadja gefunden hat. Anscheinend haben wir einen Verräter an Bord. Ja. Mal fragen, ob er einen Verdacht hat. Sagt es mir bitte sofort, wenn einer der Diplomaten sich irgendwie seltsam verhalten hat. Tut mir leid, Jedi, aber hier an Bord verhält sich jeder seltsam. Vielleicht hinterlässt unser Gast ja einen weiteren Hinweis, wenn wir uns normal verhalten. In der Zwischenzeit könnt ihr der Splitterallianz vielleicht noch einmal helfen. Eine Gruppe unserer Soldaten auf Hoth ist in eine missliche Lage geraten. Okay. Was ist denn da passiert? Anscheinend kann ich mir den Respekt der Splitterallianz einfach nicht verdienen. Ganz egal, was ich tue. Habt ihr nicht die Gesichter der anderen gesehen? Verliert jetzt nicht die Hoffnung. Auf Hoth wimmelt es nur so von Piraten, die unsere Handelsrouten überfallen. Wir haben also einen Koalitionstrupp gebildet, der sich darum kümmern soll. Eine schnelle Mission, dachten wir. Doch diese Piraten lassen sich einfach nicht besiegen und die Republik will keine Verstärkung schicken. Ich denke, eine Untersuchung ist angebracht. Wir können alles Weitere klären, wenn wir auf Hoth ankommen. Bis dahin bleibt vorsichtig, Jedi. Okay, also geht's jetzt nach Hoth. Dass Hoff jetzt schon kommt. Ich habe diese ganze Reihenfolge der Planeten überhaupt nicht mehr auf dem Plan. Okay, so, wir brauchen jetzt ein Doppellichtschwert. Das ist ein Hauptlandlichtschwert, das ist Quatsch. Oder? Ne, ist auch ein Doppellichtschwert, klar. Ja, es ist, klar kommt es in die Haupthand. So, manchmal, das ist ein normales Lichtschwert, genau. Und das ist auch ein Doppellichtschwert. Aber wir brauchen natürlich das hier für Schaden. Wie sieht denn das aus eigentlich?
Okay, es passt leider nicht mehr so gut. Ich habe eben schon im Video gedacht, unser Lichtschwert, was wir gerade haben, das passt von den Verzierungen hier oben. Man sieht es jetzt schlecht, ne? Ich kann es auch leider nicht, ja doch, so könnte man es sehen. Von den Verzierungen hier passt es perfekt zum Outfit, ne? Also das werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Das behalte ich. Aus dem hier kann ich leider nichts ausbauen. Ja, und da sind wir Stufe 40. Super. Also das packen wir mal hier nach rechts, das behalten wir, dann können wir das später nochmal wieder benutzen und dann entsprechend für das Outfit dann anpassen. Alles klar, jetzt gibt es auch einen Creditkasten. Den nehmen wir natürlich auch noch gerne. Gut, und jetzt geht's quasi nach Hoff. Bevor wir nach Hoff fliegen, müssen wir jetzt nochmal ein paar Gefährtengespräche führen. Ja, das war ja immer der Plan, nach dem Planeten führen wir die Gefährtengespräche, dann müssen wir das nicht stundenlang machen. Und fangen wir mal direkt mit Zenith hier an. Der erste Sieg als Balmoras politischer Verbindungsmann. Ich habe mit der Abgeordneten Alauni gesprochen und eine neue Handelsstraße für Balmora organisiert. Sie wollte einen persönlichen Gefallen, weil Credits zu verdächtig wären. Gut zu wissen. Was für einen persönlichen Gefallen? Wie persönlich ist denn der Gefallen, den ihr ihr versprochen habt? Ziemlich persönlich. Der graue Stern sagte immer, jeder Freund kann zum Feind werden. Und umgekehrt. Den Namen Grauer Stern habt ihr schon einmal erwähnt. Er war der Anführer der Widerstandszelle, der ich zuerst auf Balmora beigetreten bin. Er hat mir viel beigebracht. Bis sich alles änderte. Aber genug davon. Ich muss Handelsstraßen organisieren. Mhm. Oh, gibt wieder gut EP auf jeden Fall. Es gibt Neuigkeiten von Balmora. Die Leute dort nennen mich Politiker. Und nicht mehr Terrorist. Ein guter Anfang. Aber ich will den Posten des Oppositionsführers. Dann kann ich Ty Corden kritisieren und dafür sorgen, dass er ehrlich bleibt. Ja. Okay. Wie genau wollt ihr denn zum Oppositionsführer werden? Ich will, dass einer von Tys Funktionären mich unterstützt. Sekretär Varam wäre geeignet. Ty vertraut ihm. Aber Varam ist reich und stur. Er ist schwer zu überzeugen. Ja, jeder hat eine Schwäche. Erzählt mir mehr über diesen Sekretär Varam. Es muss doch etwas geben, das wir verwenden können. Varam ist paranoid. Er fürchtet einen weiteren Angriff des Imperiums. Er hat eine Miliz gegründet, um Ty zu bewachen. Und bezahlt sie selbst. Ich könnte Varam erzählen, die Imperialen hätten seine Miliz infiltriert. Aber meine Leute hätten sie aufgehalten. Noch ein paar Beweise und Varam könnte mir einen Gefallen schulden. Ganz einfach. Hm. Ja, ist gefährlich. Gefährlich. Ich weiß ja nicht, was er mit Beweise meint, aber dann irgendwelche Leute der Miliz da dann, ne? Er gefällt mir nicht. Wenn ihr ihm versichert, wie brillant seine militärischen Bemühungen sind, stündet ihr sicher auch in seiner Gunst. Gunst ist kurzlebig, aber das würde schneller gehen. Manchmal denkt ihr wie der graue Stern. Ihr habt mir nie erzählt, was aus ihm geworden ist. Der graue Stern wurde verraten. Das verfluchte Imperium hat einen Agenten in unsere Zelle geschleust. Wir mussten uns trennen, aber wir haben weitergekämpft. Der Krieg ist vorbei. Aber wir haben zu viel verloren. Okay, also fahren wir langsam immer mehr zum grauen Stern, also ein ehemaliger, ja, Weggefährte quasi von ihm. So ein Gespräch kriegen wir jetzt auf jeden Fall noch hin. Oh, nehmen wir nochmal Taran, mal sehen, wie er mit seinem, was auch immer, Luminatus Club, tollem, unmöglichen Energiereaktor ist. Die Gleichungen sind fertig und wir stehen kurz davor, mit dem Bau des Wandreik-Generators beginnen zu können. Nur die Komponenten sind schwierig zu beschaffen. Die Forderungen meiner Zulieferer sind lächerlich. Was bedeutet schon die ein oder andere unbezahlte Rechnung? Wenn ich bloß die Gunst meiner Lieferanten zurückgewinnen könnte. Mit, sagen wir, einer Nachricht, dass die Zahlungen bald erfolgen werden. Unterschrieben von einer vertrauenswürdigen Person. Ich mag die zweite Aussage. Niemand ist verlässlicher als Kaizen. Fragen wir ihn. Jedi, seid nicht albern. Ihr wisst, wen er meint.
Ihr könntet mir mit einer kleinen Unterschrift einen riesigen Gefallen tun. Ich wäre euch ewig dankbar. Ja, machen wir's. Na komm. Gebt mir die Nachricht und ich werde für euch bürgen. Immerhin finde ich das gut. Ich verspreche euch, dass ich euch zum letzten Mal belästigt habe. Danke. Die Teile, die ich brauche, werde ich so im Handumdrehen bekommen. Okay, wunderbar. Also nochmal ein bisschen Einfluss bei Taran. Dann haben wir noch ein Gespräch mit Kaisen, was wir führen müssen. Und das verlegen wir dann in die nächste Ausgabe, in Ausgabe 39. Und da werden wir dann auch... Ist es denn überhaupt 39? Oder ist es 38? Ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt. Ich werde gleich nochmal nachschauen. Und dann geht es weiter mit der Klassenstory und der Planetenstory auch noch auf Hoff. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.